Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Danach werfen wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Im Anschluss erkläre ich, welche Karte heute für Sie gezogen wurde und was diese für Sie bedeutet. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit. Es gibt Tage, an denen es einfach nicht so gut läuft, und dafür können Sie sich nicht verantwortlich machen. Das Beste, was Sie tun können, ist, sich an das zu halten, was Sie wissen. Sie wissen zum Beispiel, dass 8 Gläser Wasser das tägliche Minimum für Ihre Ernährung sind. Sie wissen auch, dass persönliche Zeit für Sie wichtig ist, auch wenn Sie so tun, als ob es nicht so wäre. Unabhängig von den Überraschungen, die der Tag bringen mag, trösten Sie sich mit den guten Dingen, die Sie immer für sich selbst tun können. Karriere. Sich unzulänglich zu fühlen, aufzugeben und zu sagen, man wisse nicht weiter, ist keine Lösung. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer eine Lösung. Und ja, Sie können diese Lösung finden, indem Sie andere fragen, Nachforschungen anstellen und vor allem eine positive Einstellung bewahren. Liebe. Die Stimmung des Tages deutet darauf hin, dass Romantik und Liebe offen für Missverständnisse sind. Wenn Sie sich schlecht gelaunt gefühlt haben, lassen Sie das vielleicht an Ihren Liebsten aus. Aber auch diese könnten genug haben. Und es wäre traurig, wenn die ganze Sache in einem Ringkampf eskalieren würde. Versuchen Sie, einen kühlen Kopf zu bewahren. Es wird sich letztendlich lohnen, vor allem später am Abend. Nun richten wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Heute klopft das Schicksal mit Sicherheit an die Tür. Da der Mond im intensiven Skorpion beginnt, den Einfluss von Neptun und Pluto zu spüren, müssen Sie die Vergangenheit in gewisser Weise ruhen lassen. Vielleicht gibt es in Ihrer Vergangenheit Herzschmerz, den Sie gerade erst durch eine neue Perspektive zu verstehen beginnen. Dies ist der perfekte Tag, um mit einem Therapeuten oder Mentor zusammenzuarbeiten, der Ihnen helfen kann, über diese Themen nachzudenken und Ihnen sogar ermöglicht, neue Lösungen für alte Wunden zu finden. Der Mond wandert bis zum Abend weiter durch das Zeichen Skorpion, wenn er in den Schützen eintritt. Das gibt Ihnen den Raum, mit dem Strom zu schwimmen und die Liebe zu spüren, die das Universum zu bieten hat. Sie sind stark an die intuitiven Wellen des Lebens angezapft und erleben dabei vielleicht sogar ein Déjà-vu-Erlebnis. Es ist ein großartiger Tag, um Ihre Lieblingskristalle bei sich zu tragen, denn Ihr drittes Auge wird weit geöffnet sein. Sie erhalten auch unerwartete Liebe, die Sie in letzter Zeit vermisst haben. Sie werden definitiv verehrt und geschätzt. Die Karte, die heute für Sie gezogen wurde, ist die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe erinnert Sie daran, dass Sie lebensfroh, mutig und entschlossen sind. Sie sind hier, um Ihre kreativen Visionen und Ihr Lebensziel zu verwirklichen, selbst im Angesicht von Widrigkeiten und Herausforderungen. Sie verfügen über ein hohes Maß an Selbstverwirklichung und Selbstbewusstsein und wissen, wie Sie Ihre Stärken und Schwächen am besten einsetzen können, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie sind optimistisch und stecken voller Ideen, die Sie mit anderen teilen können. Sie wissen, was Sie wollen und wie Sie es erreichen können, und Sie sind meisterhaft darin, sich mit anderen zusammenzutun, um Ihre Ziele zu erreichen. Bleiben Sie wild entschlossen und auf Ihre Ziele fokussiert, während Sie freundlich und optimistisch zu Ihren Mitmenschen sind. Die Königin der Stäbe fordert Sie auf, in Ihren Unternehmungen und Handlungen mutig zu sein. Scheuen Sie sich nicht, Ihre wahre Kraft zu erkennen und sie in die Welt hinauszutragen. Sie haben so viel zu bieten, lassen Sie Ihr Licht hell erstrahlen. Glauben Sie an sich selbst und an das, wofür Sie stehen. Und haben Sie keine Angst, Ihre Stimme zu erheben und gehört zu werden. Niemand wird Sie zum Schweigen bringen. Die Königin der Stäbe, der soziale Schmetterling schlechthin, deutet darauf hin,
dass sie ein reges Leben führen, Kontakte knüpfen und ihre kreative Vision verfolgen. Sie strahlen Gesundheit und Vitalität aus, und ihre innere Lebendigkeit erfüllt sie mit Energie und Inspiration, eine geborene, intelligente Führungspersönlichkeit, die andere aktiv inspiriert. Sie können andere durch ihre Vision, ihren Mut und ihre Entschlossenheit beeindrucken. Sie flößen anderen Vertrauen ein und geben ihnen die Kraft und das Selbstvertrauen, dass sie alles erreichen können, was sie sich vorgenommen haben. Die Königin der Stäbe zeigt auch, dass sie sich in ihrer Außenwelt voll und ganz zum Ausdruck bringen und es genießen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie hinterlassen einen starken ersten Eindruck und können andere schnell mit ihrer liebenswürdigen, warmen und charmanten Art für sich gewinnen. Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich zu zeigen und neue Leute kennenzulernen oder eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu gründen. Sie werden von ihrer Energie, ihrer Leidenschaft und ihrem Enthusiasmus angezogen, und gemeinsam können sie positive Veränderungen in der Welt bewirken. Schließlich ermutigt die Königin der Stäbe sie, ihr Schatten selbst kennenzulernen, die weniger bekannte und manchmal dunklere Seite dessen, was sie wirklich sind. Das muss nicht unbedingt ein negativer Aspekt von ihnen sein, sondern könnte etwas sein, was die meisten Menschen nicht über sie wissen. Das kann ihr dunkler Sinn für Humor sein, ein geheimes Leben aus ihrer Vergangenheit oder ein leidenschaftliches Projekt, das sie bisher verborgen gehalten haben. Auch wenn sie diesen Teil ihrer Persönlichkeit schützen möchten, ermutigt sie die Königin der Stäbe, diese Seite offener zu zeigen. Scheuen sie sich nicht, ihren Schatten hin und wieder zu zeigen. Dadurch können sie sich mit anderen auf einer tieferen Ebene verbinden. Wenn sie auf der Suche nach Liebe sind, deutet die Königin der Stäbe darauf hin, dass sie sich gerne in die Öffentlichkeit begeben und sich in die soziale Szene stürzen, in der Hoffnung, einen potenziellen Partner zu finden. Sie strotzen vor Selbstvertrauen, Wärme und Lebendigkeit und fühlen sich so gut, dass sie andere anziehen. Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen, denn sie sorgen dafür, dass auch sie sich selbst gut fühlen. Rechnen Sie also mit viel Aufmerksamkeit und romantischen Gelegenheiten, die auf Sie zukommen. Sie werden auch feststellen, dass Sie viele Freundschaften und Beziehungen zu Menschen aufbauen. Es macht Ihnen nichts aus, wenn Sie nicht den einen finden, denn Sie genießen die soziale Interaktion und die neuen Beziehungen, die Sie eingehen. In einer bestehenden Beziehung spiegelt sie die Wärme und Liebe in einer Beziehung wider und zeigt, dass sie eine tiefe Freundschaft und eine tiefe Romanze haben können. Diese Karte zeigt, dass sie beide die Gesellschaft des anderen genießen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Es gibt keine Erwartungen, nur ein allgemeines Strahlen und eine Wertschätzung für das, was sie beide bieten. Diese Königin ist eine aufgeschlossene, selbstbewusste und extrovertierte Frau, die auch eine schöne Selbstgenügsamkeit an den Tag legt. Sie hat großen Respekt vor ihrem persönlichen Wert und wird dafür sorgen, dass ihr Leben so gut wie möglich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.